Bäumchen einen Fluss. Schorsch baut aus den Bauklötzen einen Linus. Jetzt geht's rund. Erst die Oma, dann der Hund. Wir switchen rüber und let's rock. Warnung. Das originale Pepperwoods-Video wurde bearbeitet. Dieses Video ist womöglich nicht für Kinder geeignet. Eigentlich müsste man das nicht wegstreichen. Warum erinnert mich das gerade an San Andreas? GTA San Andreas. Linus Löffler kommt zum Spiel. Linus Löffler. Spielen. Ich sag jetzt nicht mehr zu meinem Löffel Löffel, ich sag jetzt einfach dazu Löffler. Willst du einen Löffler haben Pepper zum Essen? Pepper und Pepper spielen in ihrem Kinderzimmer. Oh, Pepper spielt sich selber. Interessantes Leben. Das ist das Beste aus aller Zeiten. Wenn du das mit dem Baustein bauen kannst, dann aber. Dann kriegst du von mir ein Bonbon. Junge! Eine Frage der Perspektive. Ja, so wird auch die Kamera lächeln. Okay. Jetzt geht Pepperwoods ab hier, Alter. Ich mach mal mit. Oh, Alter, wie haben die da... Papa, Mama. Einfach ignorieren, ja. Würde ich auch machen. Wie kann so ein Fernsehen, so eine alte Klapperkiste so laut sein, dass das alles zusammenbricht? Dass ich so ganz... Ganzes Haus. Ich meine, gut, die alten Fernseher, die gingen wirklich ziemlich laut, ja, wirklich laut. Aber so, dass ein ganzes Haus wackelt und man, nein. Papa, Mama. Ich geh. Und wie laut ist Pepper, dass die das hören? Mir ist es zu laut hier. Mama, das ist jetzt zu laut. Ich gehe. Das ist zu laut, ich gehe. Und den Eltern ist es egal, der gut. Boah, Alter, das wackelt doch da draußen alles, Junge. Boah, was ist das für ein Fernsehen, Alter? Ich will den haben. Nee, es wäre scheiße, da kann man kein HDMI dran machen. Da könnte ich gar nichts mehr anschließen, das wäre scheiße. Pepperwoods. Schorsch! Linus Löffel ist da! Schorschi! Linus! Bitte, Linus! Ich komme dich dann! Schorsch und Linus kommen dich dann und rennt einfach weg! Beste Freunde! Schorsch macht aus dem Spielzeugkorb einen Vulkan. Irgendwie erinnert mich gerade das an Zeiten, wo ich in mein Zimmer gespielt habe, meine Mutter mich gerufen hat: Nico! Nico! Und ich komme: Was ist? Und dann so: Ich wollte nur gucken, ob du noch da bist. Dann komm doch einfach in mein Zimmer und guck! Nein. Was ist das für ein interessanter Korb, Alter? Verdammt. Hätte ich dir auch sagen können, dass Lava heiß ist. Pepperwoods. Linus baut aus den Holzbäumchen einen Dschungel. Schorsch baut aus den Bauklötzen einen Dschungel. Linus baut aus den Holzbäumchen einen Fluss. Schorsch baut aus den Bauklötzen einen Linus. Was? Wie denn? Ich muss nicht. Ich hab als Kind was verpasst. Ja, die Eltern. Jetzt drehen die Eltern voll auf und jetzt gucken die Eltern Pepperwoods. Alter! Irgendwie erinnert mich das gerade an die ganz ersten Staffeln von South Park. Da haben die auch immer so einen komischen Mund und. Gute an Regentag. Ach, was an den ersten Staffeln krank war, was früher so gar nicht aufgefallen ist, dass egal wo die Figuren hingehen, selbst wenn im Hintergrund nichts ist außer Himmel, sieht man den Schatten. Man hat immer von den Figuren den Schatten gesehen. Sagen ist, dass man sich mal spannende Fernsehsendungen hey, ansehen kann. Hey, was suchst du denn hier? Oh, oh. Ich habe überhaupt niemanden zum Spiel. Luzi Locke anrufen. Jetzt gleich. Wir rufen sie mal an. Was für eine Sprache, Luzi Locke anrufen. Hab ich mir gemerkt. Ja, gut. Die will halt nichts mit dir zu tun haben. Ah.
Antwort. Man kennt es. Das Kinderzimmer ist jetzt ein Krankenhaus. Das Kinderzimmer ist kein Krankenhaus mehr. Jetzt ist es ein Bahnhof. Oh, jetzt ist das Kinderzimmer ein Feenland. Jetzt ist das Kinderzimmer ein Krankenhaus. Wie kann sich das? Was ist hier los? Wie verwandelt sich das Zimmer so schnell? Oh, jetzt ist das Kinderzimmer ein Bahnhof. Jetzt ist das Kinderzimmer ein Schauspiel. Also am Ende jetzt, ich war verwirrt, ich bin, das kann ich nur, das braucht jetzt eine Weile zum Verarbeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr nicht getan habt, abonniert diesen Farbschmied und bin damit raus.